So. Jetzt muss ich nur noch hier die Charakter ändern, dann sollte hoffentlich alles passen. So. Warum spielt jetzt Colin? Also, ich glaube, der nimmt das Ganze. Also, das ist echt eine schlechte Wahl. Ich weiß nicht, Mann. Ich halte da nicht viel von. Oh, was? Sag ich doch. Ja, okay. Du hast mich bisher überzeugt, aber ich meine, die haben jetzt 30 Sekunden gespielt. Und es ist zwar gerade ein Stock gefallen, aber. Das heißt noch nichts. Bisher konnte er sich mit Corin durchsetzen. Die ersten zwei Runden waren es, glaube ich, oder drei. Mal sehen, ob er mit Corin auch in die nächste Runde kommt. Ey, ich habe es gerade gar nicht gesehen, weil ich kurz hier Gottschan antworten musste, aber ja, Robin, vielleicht hat er den zweiten Playstyle gefunden, Jokemon. Sieht momentan zumindest so aus. Oder er spielt den einen Playstyle einfach so gut, dass es trotzdem funktioniert. Yo! Oha, Mann. Ey, Killik, Alex, vielen, vielen Dank, Mann. Keine Ahnung, ich. Jetzt. Junge, ist viel zu viel so. The fuck, man. Ich weiß nicht, was. Ist. Danke, 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 Mann. Ich muss mal gucken, wie lief's eigentlich bei dir, Mann? Ist Killik noch drin? Muss der noch warten? Ah, nee, er hat gegen Steifus knapp verloren, okay. Hey, vielen, vielen Dank, Alex. Oh, ich fand das Wave Landing mega nice von Robin. Aber Takeo findet so ein bisschen jetzt ins Spiel. Vielleicht schafft er noch das Comeback. Wird aber schwer gegen Luigi oder auch nicht. Alter, nicer Stall, what the fuck? Es ist als ob. Also, ich meine, dieser Tag hat nichts mit Corin zu tun, aber es ist so, als ob, wenn er diesen Trash-Charakter pickt, dass sein eigener Skill dann auch noch schlecht ist. Echt traurig, wenn was? Also, ich weiß nicht, Mann. Vielleicht ist hier das Ende von Takeos Corin. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich meine, Takeo hatte so ein bisschen Comeback-Moment gegen Ende, Momentum, aber davor sah das schon eher in Favor für, also stark in Favor für Robin aus, kann ich nicht anders sagen. So, ich packe jetzt mal die 15 Euro von Killik dazu, ich hoffe, das sieht man jetzt gleich. Nochmal vielen Dank, Mann. Also. Ich muss das gleich machen. Uff. So. Yo, Doom, was geht? Er freut sich auch über Robin. Aber dieses Spiel hat bisher ein bisschen anderes Tempo. Nämlich ziemlich gut für Takeo sieht das aus. Habe ich eigentlich den Noponus irgendwie verloren oder so? Oh, sorry, nicht. Ah, ja. Nee. Alles gut, okay. Okay. Ich bin jetzt, ja, voll da. Ja, der hat sich das Bracket angeschaut, alles gut. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Warum ist gerade Takeo trotz. Das Mangel an Skills und schlechten Character Picks
gerade am Führen. Was ist eigentlich das für ein Commentary, dass du so biased gegen Corrin bist? Ich muss sagen, ich finde Corrin actually ansehen. Sleeper Character. Muss ich einfach die Fakten ansehen und muss sehen, dass der Charakter trash ist und dass der Kino nicht allzu gut ist. Also. Das ist wie wenn, keine Ahnung, wenn ein Commentator dir irgendwelche. Wenn du fragst, hey, ist das eigentlich safe von Shield? Dann sagt der Commentator, ja, das ist safe von Shield. Also Alter. Junge, ist auch nicht der kann auch wegbleiben. Warum spielt Takeo auf einmal so anders, Mann? Gerade wie ich mein Board. Sehr schön. Was ist passiert, Mann? Robin, jetzt. Ich glaube, Robin hat Mitleid. Ich glaube, Robin hat keine Lust mehr auf F1. was? Sehr schöner Edge hat da null Angst davor, dass er vielleicht den Sidebeat früher rauslässt. Ey, das war schon ein heftiges Game. Ja, ich bin ja im Undercover so ein bisschen mit Gottschalk am Schreiben. Diese Emir-Sache, man, einfach zu heftig. Der Junge muss immer Stress machen, egal wo der ist. Ob im Discord oder im Turnier, Mann. Soll ich mal schnell umschalten? Zack. Drittes Game. Also, keine Ahnung, das zweite Game sah jetzt so gut aus von Takeo, dass ich glaube, er kann es sogar jetzt machen. Das erste Game sah halt echt nicht so toll aus. Da dachte ich, Robin macht das free. Und der muss den Ike rausholen, so. Und die Musik ist auch heftig, die passt. Mal sehen, ob Takeo sich weiterhin so gut schlagen kann. Das war jetzt eine echt überraschende Wendung. True. Habe ich keiner so wirklich erwartet. Fängt er an, so ein bisschen zu sehr seinen Ike-Base halt auszupacken. So. Ich glaube, der hat schon 17 Nairs gerade auf dem Schild gepackt. Ja, Robin, keine Ahnung, macht ja eigentlich ganz nice. War es das? Ne. Nicht ganz. Die richtige Situation. Ich muss sagen, ich verstehe noch nicht. Oh, wollte Tech chasen und dann locken. Ich weiß also noch nicht. Welche der 500 Dinge, die du nicht verstehst? Ja, ich weiß nicht genau, wann man als Luigi für die Up-B nach dem Down-Throw geht. Weil er hat jetzt Down-Throw gemacht. Oder, so. Ja. Oder ist es einfach so eine Sache, dass Up-B ist halt, wenn du es verkackst, ist es so riskant, dass du wirklich. Dass du musst dir 100% sicher sein, dass im Voraus, dass das jetzt landen wird. Sonst hast du vielleicht nicht die Eier, weil du sonst, naja, einen dreifach aufgeladenen F-Smash noch. Ja, das stimmt. Das war irgendwie ein Missinput. Aber die Becker macht's trotzdem. Man muss auch sagen, Takeo hat, glaube ich, ziemlich lange. Also, ich habe ihn jetzt super lange keine Wi-Fi-Turniere mehr attenden sehen, weil er, glaube ich, eigentlich. Oh nein! Gerade eigentlich so im Klausurenstress ist. Alter! Das war ziemlich knapp, Mann. Hätte er das geholt, das wäre einfach Clip des Tages gewesen. Aber Robin hat das noch ganz gut gemacht, da wegzudodgen. Jetzt ist er wieder auf Stage. F-Smash? Nee. Er will den Roll-In, aber Takeo gibt ihm das nicht. Also auch kein Up-Smash. Das ist. Ah, Mann, das war richtig risky, da einfach so die Downbeat zu machen. Takeo offstage. Will ihm eine Downer geben, aber kriegt sie nicht.
Trail stattdessen mit Appi. Nein, oder? Und sehr schön Ledge Trap. Aber er überlebt das. Was? Und nein! Ja, und Takio mit dem richtig harten Comeback. Also, er hätte nicht nur von 1-0 das umgedreht sind um 2-1, sondern es war ein richtig, richtig convincing 2-1 in Speedstock und dann Foodstock. Also, er hat ihm wirklich hart gegeben nach dem ersten Game. Junge, was war das für ein Comeback, Mann? Cheat.